Oh, das gibt's doch nicht. Moische, Saudala, ihr heiße Nackschnacksschnecken. Willkommen zurück zu Stamm. Ich hab mir heute mal gedacht, komm, wir machen wir einfach mal Killbox, Armory. Also kompletter, hundertprozentiger, verlassener Bunker. Alles, was man knacken kann, versuche ich zu knacken. Es gibt vieles, worauf man achten müsse. Ich habe gestern im Stream, haben wir zu dritt der D4-Bunker, ne, haben wir hier gemacht. Warte mal, hier so, zack, der ist hier oben. Hier, den haben wir gemacht. Aber es war eher nur so eine, ich sag mal, Erkundungstour, ne. Wir haben einfach ein bisschen beschnüffelt, an uns Zeit gelassen, einfach ein bisschen kennengelernt, was ist dort überhaupt, die neue Minigames. Da gibt's so viel Sachen, wo man mittlerweile beachten muss. Und ich bin ja sowieso so Horror- und Survival-Freak, also ich lieb den Stuff. Ich stehe auch in Scum komplett auf Killbox und so, ne, das ist, habe ich ja jetzt monatelang trainiert. Knackgeschichte, Killbox, dies, das, und mittlerweile lieb ich's. Und deswegen habe ich gedacht, komm, lass uns doch mal so Bunker komplett solo durchziehen. Und ich habe mich da auch schon ein bisschen vorbereitet. Ja, hab hier schon mal mein Equipment, mein ganzer, hier hab ich eine Karte, ne? Haben wir die Karte für A3. Und der ist auch gleich hier oben, ne? Der ist dort. Ich warte gerade noch ein bisschen, bis die Nacht anfängt. Dann können wir einfach so rein. Ich habe die Brechstange dabei. Ich habe hier Werkzeugkasten, ne? Um alles hier besser zu reparieren. Munition. Ich habe die neue M249. Die haben wir gestern im Stream auch kurz getestet. Übelst geiles Ding. Geht ultra gut ab. Richtig gut. Da habe ich mal gerade beim Händler, weil wir haben ja gestern, ne, die Bunkertour und so gemacht und haben das ganze Zeug aus dem Bunker. Habe ich gerade heute Morgen halt, gerade vor ein paar Minuten habe ich das verkauft beim Händler und habe mir dann gleich mal alles vorbereitet hier, ne, für die Killbox. Dann habe ich hier Knacki-Knacki, die ganze Schraubenzieher, Handschuhe. Ja, mal gucken, dass wir... Ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen. Auf jeden Fall. Und dann hier noch zwei Doppeltmagazine, ne, mit 100 Schuss. Hier haben wir noch ein paar Sicherungen, die haben wir auch gestern aus dem Stream. Die Phoenix-Träne habe ich dabei. Da haben wir noch ein paar hier im Auto, glaube ich, irgendwo. Hier ist noch eine. Und hier ist noch eine. Genau, mittlerweile nehme ich die auch mit, ne? Schutzanzug, die Wandschränke, also die Medizinschränke und so. Das nehme ich mittlerweile alles mit. Also das Training lohnt sich auf jeden Fall. Da bin ich ein bisschen stolz auf mich, weil das macht mir unheimlich viel Spaß. Und wenn man bedenkt, ich habe am Anfang extrem Respekt vor der Killbox gehabt oder generell vom Bunker und Meshs und so. Und mittlerweile macht es mir wirklich Spaß und es gibt mir irgendwie, wissen Sie, vielleicht stehe ich auch auf den Kick, ne, so ein bisschen das Riskante und so. Und der Bunker gibt mir genau das, was ich mag. Es ist creepy, also, ne, du hast die Horroratmosphäre, du hast die neuen NPCs, die Razer, ne, dann gibt's noch deine Boss, oder ich sage jetzt einfach mal Boss, deine Brenner nennt er, ich nenne jetzt seit dem Stream gestern Mr. Burns und, ja, passt halt irgendwie dazu. Und du kannst ja gerade noch kurz zwei, drei Clips nochmal inblende, so als kleiner Vorgeschmack, was wir zusammen dort gestern erlebt haben. Soll ich den Code probieren? Du hältst den Code frei. Okay, genau, alles klar. So, sicher wieder rein, Lockie? Oh, der ist jetzt im... Hä? Ich hab wieder Roll im Raum. Nee, der ist jetzt gelandet. Also eigentlich müsste es... Also das F wird mir grün angezeigt. Achso. Jetzt okay. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ja, Porto, Porto, Porto. Wer macht die Tür noch zu? Ich, dass man Zeit gewinnt und ist jetzt durchgeglitscht. So, ich bin bei Para, ich bin bei Knocki. Ja. Ja, es war schon... ja. Genau, so. So viel du dazu. Ansonsten habe ich hier, wie gesagt, ne, alles zum Reparieren, genug Munition, habe noch hier Granate. Hier gibt es noch Syringe, das ist auch neu, genauso wie die Intelligenzampulle. Kann ich jetzt eben mal so zeigen, ne, ist halt für die Intelligenz zu steigern und so, so. Ja, das ist quasi ein Buff. Ja, dann noch die Syringe, da steht es auch schon, Phoenix-Träne. Ja, kennen wir halt, ne, aus dieser Blutlache vom Brenner, von Mr. Burns, dieser Big Dude. Wenn wir da ein bisschen was abzapfen, können wir halt eine Phoenix-Träne draus machen. Man findet sie aber auch relativ oft. Mir geht's jetzt rein nur um die Erfahrung, wie ist es, wenn ich solo in so Bunker gehe, weil das war gestern zu dritt schon extrem, also was ist extrem schwer. Wir haben ja eigene Serverinstellungen und so, ne, es war schon okay. Wir sind heil rausgekommen, wir sind nicht gestorben, aber das Feeling, wenn du drin gehst, ist halt extrem geil. Muss man wirklich sagen, das haben sie richtig geil gemacht. Also meine Meinung zu dem Update... Das ist bis jetzt das beste Update. Da habe ich jetzt gerade, ne, wie gesagt, hier A3, da sind wir, zack. Und wir waren da oben gestern gewesen, D4. Und wir haben jetzt hier, kann ich mal ganz kurz sagen, ne, wir haben eine PvE-Zone auf dem Server eingestellt. Die Händler habe ich auch mal ein bisschen separat eingestellt. Also manche verkaufen auch direkt die Killbox-Karte und Lockpicks und Schraubenzieher und so. Ne, das habe ich alles eingestellt. Das wird alles noch ein bisschen überarbeitet, also es kommt noch mehr dazu. Der Server sollte normal für Anfänger und aber auch für Erfahrene gut sein. Für Leute, die PvP mögen, deswegen sind hier die rote Zone. Ne? Man kann quasi überall bauen, nur hier drin bekommt man Auto-Damage, man kann Schlösser knacken, man kann sich umbringen, dies, das, jenes. Und das geht hier außerhalb in der PvE-Zone halt nicht. So viel Dodo zu, ne? Eben nur kurz gesagt. Und der Drop, es gibt immer zwei Drops, also irgendwo sind immer zwei Drops. Und das ist ein bisschen komisch, vorhin waren sie hier beide auf C4, auf Z4 und dann immer D0. Das ist total komisch. Das ist komplett komisch. Und immer da ohne die Reihe. Keine Ahnung warum. Ist halt randomized. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, ohne viel Schnack. Ich habe hier Nachtsichtbrille an. Ich habe die Batterie überall drin. Ich habe alles nachgeladen, alles repariert. Hab die Karte dabei. Hab Knackzeug dabei. Ab jetzt heißt's ab in den Bunker und
verdammt leise sind. So, und normalerweise habe ich meistens, auch im Stream, habe ich die Anzeige immer aus, ne? Wie viel Liebe, Essen, Trinken, bla bla bla, Ausdauer. Aber mittlerweile gibt es halt was, und zwar, das habe ich vorher wirklich nie beachtet, dieser kleine Lautsprecher da unten. Den habe ich vorher nie beachtet, null, überhaupt nicht. Immer nur Leben, Essen, Trinken, Ausdauer und fertig. Auch die Vitamine und so, da gucke ich auch nicht so wirklich drauf. Das sollte man vielleicht ab und zu mal machen, aber ich bin bis jetzt immer gut so auskommen. Und ja, das wird gleich eine große Rolle spielen, weil wie gesagt, man muss sehr dunkel sein. Und ja, es lässt sich einfach spielen wie ihr eigenes Singleplayer-Horror-Survival spielen, muss man wirklich sagen. Also es wirkt auf mich so. Mit deiner Babyschrei und so. Und um die Atmosphäre noch ein bisschen zu kicken, ein bisschen Creepy-Musik im Hintergrund. Alright, Sonnenuntergang. Das ist der Bunker. Ich schnapp mir mal noch die Tasche. Dass wir auch ordentlich Loot mitbekommen, ne? Killbox vor allem. Und dann Abfahrt. Gucken wir uns die Geschichte mal gescheit an. Also ich bin mal gespannt. Alright. So, das sieht halt allein schon hier alles richtig geil aus, ne? Die Natur holt sich alles hier zurück. Da vorne alles so komplett einfach zerfetzt und zermatscht. Hier liegen auch überall diese Leiche rum. Die können auch zum Teil manchmal Sicherungen dabei haben, um den Strom zu aktivieren im Bunker. Das ist auch alles neu. Mal gucken, hier liegt noch eine Knarre. Ich nehme aber so jetzt nichts mit, ne? Ich loote nichts. Ich nehme wirklich nur High-Loot mit. Also wirklich nur das, was man knacken kann. Also Armory, Killbox, alles, was verschlossen ist. Das nehme ich mit. Alles andere juckt mich jetzt recht wenig. Guck mal, hier wurde auch ein Zombie zermatscht. Da ist anscheinend irgendwie Mesh explodiert. Und die Mesh-Teile kann man auch looten. Da ist manchmal auch guter Stuff drin. Guck mal, Reife-Reparaturset. Nehme ich aber, wie gesagt, jetzt auch nicht mit. Wir lassen uns da jetzt schön Zeit und gucken uns das alles mal gescheit an. Ein paar Nägel und so weiter und so weiter. Das andere Teil von Mesh. Das ist irgendwie schon geil gemacht. Und ich glaube, nur dem, was man gleich hier drin erlebe, ist das auch gut, dass hier vorne am Eingang kein Mesh sind. Ich meine, ich hätte nichts dagegen. Aber drin ist schon ordentlich Action, also auf jeden Fall. Keine Gegenstände, keine Gegenstände. Mal ein bisschen gucken. Ja, hier auch alles so demoliert und kaputt und zerfetzt. Hier oben noch überall Container und so, aber da brauche ich jetzt nicht weiter zu gucken. Ich kann da hochgehen, das können wir uns gerne noch angucken, aber... Ah, da ist noch eine kleine Baracke. Da ist noch ein Türmchen. Heute geht es erstmal nur so ein bisschen ums Innere. Auch hier die ganzen Solarpanel und alles, ne? Die Paneele. So, und außerdem müssen wir eh noch warten, ne? Bis die Nacht. Warte mal, wie viel Uhr haben wir? 22.47 Uhr. Da müssen wir auf jeden Fall noch warten, weil man kann dann nachts einfach so rein, ne? Okay, also so sieht er auf jeden Fall aus. Okay, dann lass uns immer mal kurz gucken. Das hier ist uns auch aufgefallen, beziehungsweise ist mir das aufgefallen gestern, als wir den Bunker so ein bisschen beschnüffelt haben. Hier kann man auch rein. Und ich stelle mir das im PvP, glaube ich, sehr, sehr krank vor, ne? Wenn hier drin jemand liegt. Ist generell, hier gibt es sehr gute Spots für PvP. Wo ich mir das sehr gut vorstellen kann, dass das richtig mies ist. Zum Beispiel hier. Ich mache mal kurz ein Nachtsichtgerät an, so. Normalerweise sind hier auch Zombies, aber irgendwie ist hier anscheinend heute mal ziemlich ruhig. Trotzdem kann man immer gut mitnehmen, vielleicht ein bisschen Geld, guck mal drauf. Ja, 6 Öcke. Komm, Binde mit, genau. Und da kommen wir dann wieder auf der anderen Seite runter. Genau, machen wir hier wieder schön alles zu. Damit es schön aussieht, als wäre hier niemand. Obwohl man eh gleich sieht, ne? Hier steht dann Donut Powered. Das mit dem Hacke, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, ne? Das weiß ich nicht. Ob das, wo das ist, wie das funktioniert, das weiß ich absolut nicht. Wir haben die Türe jetzt immer nur mit der Karte und so aufgemacht. Also du brauchst immer 2 Karte. Die findest du meistens in Office und so, ne? Im Büro. Es gibt eine blaue und eine gelbe. Die gelbe ist Level 2 und die blaue ist Level 1. Die eine hält ein bisschen länger, die andere ein bisschen weniger. Ich glaube, die blaue hält irgendwie, ich glaube, nur eine Stunde oder so. Ich bin mir nicht sicher, müsste ich mir nochmal angucken. Wie gesagt, das war gestern das erste Mal im Bunker. Und ja, so, dann würde ich sagen, ich warte hier mal kurz. Bis die Nacht richtig anbricht, ne? Dürfte ja nicht mehr lang sein. Oh. Ja, easy. Alles klar. Alright, es ist soweit. Gut, mal kurz gucken. Wir haben jetzt genau 1.02 Uhr. Perfekt, alles klar. So, und ab jetzt Ruhe.
und bedacht vorgehen. Es könnte sein, dass es in der Aufnahme ein bisschen dunkler ist, deswegen... Ja, hier hört man es schon. Diese Geräusche sind so gut gemacht. So gut. So, wie gesagt, da loot ich jetzt erstmal nichts. Die Leiche und so gucke ich ab und zu mal rein. War ein Nachtsichtgerät. Moment, hat noch ein Balge. Ich gehe gleich hin und tausche das direkt aus. Das tausche ich mal direkt aus hier. So, warte mal kurz. Ich mache da jetzt einfach noch ein bisschen was rein hier. Das hole ich später raus, kurz vor der Killbox. Dass ich da ein bisschen Platz habe. Das hätte ich vorher machen können. Okay, das ist sehr strange, ne? Ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme hört, aber ich höre hier schon Schritte. Das wäre wahrscheinlich die Zombies sein. Ich habe jetzt gerade mal kurz das Nachtsichtgerät noch aufgeladen. Alles klar, let's go. Anzeige an. Und ab jetzt. Psst. Da haben wir doch schon die erste. Komm her. Okay, und hier hätten wir gleich schon mal Raum. Die Sache ist, ich könnte den eigentlich auch so aufknacken, aber ich probiere es mal auf Legend Way mit der Sicherung und Co., ne? So, gerade Sekündchen. Gut, weiter geht's. Hier hätte man... Ah, jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Irgendwo ist der Generatorraum. Ja, da hinten ist er doch. Psst, macht alles Geräusche. Da haben wir Office. Vielleicht schon mal Glück und für eine direkte Karte. Wäre geil. Ist auch kein Zombie hier. Perfekt. Ja. Oh, oh, oh. Psst, 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 psst. Was meine ich? Wo ist die Öffnung? Da hinten. Kurz Gedulde, kurz stehen bleibe, bloß nicht bewege, bloß nichts lude. Wie gesagt, das macht alles Geräusche. Aber wie man hier schön sieht, ne? Ich habe die Level 1 Schlüsselkarte, die blaue auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Damit kann man manche Türen öffnen. Feuerzeug und Co. Nee. Okay, das lasse ich eigentlich. Ja, ist eigentlich schon ein Bonus, ne? Ich habe die Karte gefunden. Könnte ich eigentlich hier nochmal rausgehen? Goldenes Schloss? Ja, wie gesagt, ich nehme das jetzt nicht. Ich habe nur Platz für die High-Quality-Loot. Ist weh. Gehen wir weiter. Und immer schön auf den Pegel achte. Use Keycard. Let's go. So, und wie gesagt, ne, ein paar Sicherungen habe ich noch von gestern vom... Stream. Moment. Okay, alles gut. So, und hier haben wir jetzt die neue Karte, ne? Da muss man jetzt mal gucken. Wir sind jetzt gerade hier. So, und ich würde sagen, ich würde einmal einen Rundgang machen komplett. Also D, C, B oder vielleicht C, H, F. Ja, komm, wir gucken mal. Dann steht hier auch nochmal dabei, Block A, ne, was für Amperezahl wo gebraucht wird. 200er für die, ja, für den F-Bereich, komm. Geh mal durch. Habe ich jetzt 200er dabei? 1000er, 600er? Ich habe natürlich jetzt nur die gute Stuff, die 200er, ist aber kein Problem, die finde ich hier überall. Überall muss die Kaste ein bisschen durchkramen. So, 200er, bam. Noch ein Döschen. Noch ein 200er, so, mehr nehme ich nicht mit, weil mir heute auch gestern im Stream, wir hatten so viel Sicherung auf einmal gehabt. Man kann sie auch schön verkaufen und so, alles cool, aber ja, kann jeder machen, wie er will. So, ich würde mal ganz kurz noch was trinken. Dose diesmal nicht werfe, ich drop die mal so hin. Rucksack, der bleibt schön bei mir. So, und dann mache ich jetzt einfach mal eine Sicherung für F rein, ne? Ja, checken wir da einfach mal die Lage. Ah, nein, 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 nein. Das war schon falsch, warte. Die 200er hier, zack. Oh, jetzt können wir das Switchboard öffnen und dann hier F... an und Abfahrt. Weißt du was? Ich lasse den Rucksack, weil das eigentlich nur für die Killbox ist später. Ich lasse den mal kurz hier liegen. Hallo, Kumpel. Hallöchen. Ich probiere so gut wie es geht. Also die Waffe benutze ich erst dann, wenn die Hölle ausbricht. Solange sparen wir uns erstmal die Munition, weil ich weiß nicht, was der Brenner alles braucht. Beziehungsweise was der einstecken kann. Ich lasse hier auch mal auf. Hier ist F. Und das haben wir geöffnet. Überall diese Geräusche, ne? Okay, let's go.
glaube, dann wäre es doch besser, wenn ich die Türe einfach so auflasse, ne? So, Schlafquartiere. Ja, so ein bisschen durchgucken kann man. Ich werde jetzt nicht 100% alles hier mitnehmen. Wie gesagt, ich mache das bei einem 100% Bunker-Run. Nehme ich nur das mit, was wirklich verschlossen ist. Also Armory und so, ne? So Zeug. Gute Stuff. Wie das mit den Schritten macht mich wahnsinnig. Ja, Geld lasse ich jetzt auch mal hier. Das ist alles wascht. Wenn wir hier Killbox später machen, kriegen wir schon genug Kohle raus. Es krabbelt wieder durch die Vents. Ist gut. Noch eine 200er? Nein. Die Sache ist, viel Zeit haben wir halt hier auch nicht, ne? Da stand ja an, da stand ja dran, wie lange so eine Sicherung hält. Hotpants. Da ist noch eine Tasche, die nehme ich noch mit. So, die Toilette kann ich eigentlich skippen. Die sehen genauso aus, wie man sie kennt aus dem alten Bunker, ne? Allein schon das, ne, von der Atmosphäre, die ist sehr drückend, dass alles hier so zerfetzt und kaputt und benutzt ist. Ist schon geil. Hier, Depository, ne? Dieser Vorrats, ja, Vorratsraum oder sowas, ne? Da könnte ich jetzt hingehen, könnte ich halt einfach einen Code eingeben. Ich probiere es gleich mal. Ich gucke hier noch kurz. Hier haben wir noch ein Office. Kurz reinschnibbeln. Keine Zombies, nice. Radio, ja, ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Und das war die Sicherung. Das heißt, gleich wieder zurück. Ich mache 200 da rein. Wir müssen uns halt, deswegen habe ich ja gesagt. Psst. Ich habe ja gesagt, ne, das wird eine lange Folge. Kann vielleicht sogar 2-3 Stunden gehen, ich weiß es nicht. Weil ich lasse mir solo noch mehr Zeit. Okay. Die Tische und so, auf jeden Fall. Aber da war jetzt nichts großartig drin, ne? Das war's schon. Weiß gar nicht, deine Boxe. Papers? Muss halt wirklich auf die Geräusche achten, auf jeden Fall. Ja, und hier im Bunker auch, ne? Ich hab's ja extra als Infonummer. Bitte macht beim Looten eure Türen zu. Ja. Ist für jeden gut, ne? So, komm, geh mal weiter. Da haben wir auch noch ein Schlafquartier. Selbst wenn wir es nicht 100% hinbekommen, haben wir uns gut was angeguckt. Um das geht's ja einfach nur. Wäre halt geil, wenn ich schon 100% alles bekomme, so wie es geplant hat. Aber du weißt halt nie, was passiert. Deswegen vorsichtig vorgehe. Langsam. Nein. Oh. Macht der Gewohnheit. Türe immer hinten dran zumachen. Bei Scam ganz gefährlich. Aber in dem Fall kann ich es gerade mal auflassen. Ich mache jetzt nochmal 200er Sicherung rein. Und dann probieren wir das im Code. Dann kann es sein, dass wir schon die erste Razer zu Gesicht bekommen. Ich muss auch dran denken, die Keycard hält nicht lang. Ne, wenn man hier jetzt guckt, eine Stunde hält sie. Psst, 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 psst. So, Kollege, du bleibst hier. Also Armory, Depository, Killbox. Ja, wenn ich das schon schaffe und der Rest ist alles wirklich schon, das ist schon Luxus. So, let's go nochmal. F und go. So. Ah, guck mal, B0 ist drop. In 7 Minuten. Und hier bin ich auch irgendwann mal gespannt, ne? Die funktionieren safe irgendwann. Diese Geschütze. Das wird hässlich. So, warte. Hier mache ich jetzt zu. Weil ich nicht weiß, wo die Zombie-Spawns sind. Nicht, dass die hier durchgerannt kommen, wenn wir die Codes jetzt verkacke. Ich hoffe, ich krieg's hin. So, komm. Jetzt haben wir hier halt welchen, ne? Die sind abgenutzt. Da muss man jetzt halt rausfinden aus der Dreier-Kombi, welcher ist der richtige. Alles klar, verkackt. Achtung, jetzt gibt's Action. Wo könnte rauskommen? Da vorne. Verdammte Kacke. Sicher, es ist immer eine Kleinigkeit.
Okay, Krach ist vorbei. Geduld, Geduld, Geduld. Langsam, nicht in Panik gehen. Alles gut. Okay. So, jetzt können wir dann zum Beispiel Lude. Und der hat solche Intelligenzampulle. Die nehme ich jetzt einfach mal mit. So, und ich probiere es nochmal. Hä? Aber das war doch nur zwei. Oh Gott. Ah, perfekt. Das ist schon geil gemacht. Also leicht ist es auf keinen Fall, würde ich sagen. Das geht ratzfatz, dass man sich hier ganz, ganz schnell verklickt oder sonst was. Ne, das geht ratzfatz. So, lass uns hier mal weiter gucken. Was haben wir hier? Auf jeden Fall guter Stuff, ne? Tausender Fuse, also tausender Sicherungen. Sehr nice. Ja, und irgendwie immer Metalldetektor. Aber den nehme ich jetzt so nett mit. Ah, und hier habe ich auch gedacht, ne, als ich das im Event gesehen habe. Gab es hier Scam-Event und so, als das Update released wurde. Dass man hier nicht mehr rauskommt, wenn die Sicherung, ne, wenn die abläuft. Man kann es aber trotzdem einfach öffnen, also alles cool. So, und wir sind hier eh durch. Wie gesagt, so viel Stuff nehme ich nicht mit. Gerade so ein paar Kleinigkeiten. Gehen wir nochmal zurück, gucken uns die Zeit an, machen gescheit die Sicherung drin und gehen in den nächsten Sektor. Ich meine, gut, ich bin gerade alleine auf dem Server, denke ich mal. Beziehungsweise auch alleine im Bunker. Da wird es jetzt, glaube ich, so mit dem Multiplikator, ne, mit den Zombie-Spawns, wird das jetzt, glaube ich, nicht so wild sein. Oh, stehen bleiben, stehen bleiben. Okay, weiter. So, jetzt müssen wir uns das mal kurz angucken. Ich würde jetzt gerne Richtung die 100 Ampere. Lass mal kurz gucken. Vielleicht haben wir da noch einen irgendwo. Okay, ich mach jetzt einfach mal eine. Ich mach mal eine 200 rein. Weil mach jetzt hier einfach mal D, ne? So. Und D, warte mal. Ah, Ja, immer 4 Minuten, okay. So, und wie ist das jetzt, wenn ich hingehe? Es gibt halt keine Anzeige oder so. Ich glaube, die geht dann schneller kaputt. Ich mach jetzt mal eine 400 rein. Und mach jetzt nochmal D. So, da hätte man 8 Minuten. Wir gucken einfach mal. Achso, warte, stopp. Ich mach deine Käse hier gerade mal hier rein. Gut, let's go. Rucksack bleibt hier. Den nehme ich später mit. Manuell öffnen und dann könnte man hier aber auch hier, ne? Oh, wie war das? Mit dem Hecke und so. Keine Ahnung, wo das ist, wie das ist. I don't know. Das habe ich halt noch nicht gemacht. So, Achtung. Und. Kommt. Da vorne sitzt einer. Okay. Komm, was wollen wir? Wir ziehen jetzt einfach durch. Mal gucken, wo wir ankommen. Auch mit der Brechstange und so. Wir gucken jetzt einfach mal. Hallo, geht's Ihnen gut? Hallo? Mr. Mann? Mister? Kann ich an denen vorbeischleichen? Okay. Ja, wenn man das Baby trifft, ist er One-Hit. Das ist auch ganz geil. Weißt du was? Komm, für den extra Kick lasse ich den Strom ausgehen. Wir probieren es mal ohne die Sicherung. Wie weit kommen wir? Hier ist Kika, die können wir einfach so öffnen. Achtung. Okay, da haben wir zwei normale Zombies. Vielleicht sogar drei. Ich weiß nicht, ist das einer? Ne, sind vielleicht nur zwei. Alles klar, komm, die gönnen wir uns so. Looten tun wir hier nichts. Hier ist der nächste Sicherungskasten. Dann können wir von hier aus weitermachen. Stimmt, es gab ja mehrere. Okay, was ist das hier? Wir sind jetzt gerade in Sektor C, ne? Sektor C, genau.
Müsste ich auch mal beim Händler gucken, ob die vielleicht auch ordentlich was bringt, die Tausender. 400er? Okay. Okay, let's go. Ich probier's. Oh, geil. Sehr nice. So, pst. Alles cool. Können wir uns ein bisschen umgucken. Was gibt's hier Feines? Das sieht so geil aus, ey. Das ist der Kontrollraum, ne? Ja. Hello there. Ja, da haben wir gestern im Stream gedacht, okay, der kommt jetzt. Keine Ahnung, mir wurde die wildeste Vorstellung, dass der irgendwie hier, ne, dass der hier durch die Bildschirme, durch diese ganze Glasgeschichte hier irgendwie durchfliegt oder so. Keine Ahnung. Hätte ja sein können. Wäre cool. Hätte ich gefeiert. Okay, aber so sind wir jetzt erstmal hier alleine, ne? Ja, man hört ihn hier. Das ist so krank. Das ist so krank. Also im Positive. Ich lieb's. Okay, durchsuche. Machen wir hier nichts. Sicherung ist ein Flöte. Wir gehen raus. Und gucken uns weiter um. Oh. Hier ist die Öffnung. Ich weiß ja gar nicht, öffne sich die Abdeckungen dann oder keine Ahnung. Oder glitscht der einfach so durch? Habe ich jetzt auch noch nicht so Werkstoff geachtet. Ah, die erste Armory. Perfekt. Alles klar. Da brauchen wir nur ein bisschen Saft. Dann gönnen wir uns das gerade. Die ruhige Zeit gerade mal nutze und nochmal kurz mein Katana schleife. So, und jetzt ganz kurz checke. Moment, die Gasmaske. Weißt du was? Ich ziehe die jetzt einfach mal an. Brauchen wir eigentlich auch nur für die Killbox. Wir waren jetzt hier. Nämlich ein F gemacht. Wir sind da runter. G müsste man noch machen. Ich glaube, das machen wir einfach mal als nächstes. Ja, bevor wir weitergehen, machen wir das mal. So, G. 200 Ampere. Machen wir rein. So groß ist das Gebiet nicht. Da können wir uns ruhig kurz austoben. So, und eigentlich, warte mal. Moment, warte. Oh Gott. Hey, what the f... Wo kommst du hier? Ah, du Sack. Ah, ich hab die Tür offen gelassen, ne? Ah, okay. Alles gut. Wie sieht's aus? C1, alles gut. Dann könnte man eigentlich G und E zusammen machen. G und E. Wir machen jetzt einfach mal Tausende reinkommen. Also ich hätte gern G, D, C und E. Ja, komm, das langt. Let's go. Die Tausende hat, warte, 20 Minuten. Alles klar, da haben wir jetzt erstmal kurz Zeit. Rucksack, du kommst mit. Und Abfahrt. Und irgendwie mag ich das, wenn ihr das Licht anlasst. Das ist irgendwie, es hat einfach ein geiles Feeling. So, Tür zu. Was haben wir hier ver... Oh, okay, da sind schon mal Zombies. Komm her. Na. Gut, wäre nice. Guck mal, hier haben wir Office. Vielleicht schon mal hier ein bisschen Glück. Hallo. Dietrich, okay. Eine Nadel. Es könnte halt sein, dass man hier irgendwo die gelbe Karte findet. Das wäre ultra geil. So weit, so gut. Psst. Toilette lasse ich mal aus. Sleeping Quarters. Ich weiß nicht, ob man hier auch die Karte finden kann. Keine Ahnung. Oh, nice. Oh, ist eigentlich richtig gut, ne? Aber...
Ich lasse den Platz im Rucksack für... Das meine ich. Ich lieb's. Und jetzt stell dir vor, mir würde in-game reden, wenn wir das noch Multiplayer mache oder so. Also im Team. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich Effekt darauf hat. Aber vorstelle kann ich es mir auf jeden Fall. Okay, Kisten wäre wahrscheinlich wieder nur Sicherungen und sowas, ne? 800er, okay. Gut, komm, geh mal weiter gucken. Vielleicht ist hier noch ein Office. Na komm her, komm her, komm her. Okay. Sleeping Quarters lasse ich jetzt mal aus, ne? Office. Das ist das, was ich suche. Oh, moin. Psst. Okay, 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 okay. Ich glaube, er hat sich wieder, ne? Ja, jetzt gucken. C1, ja. Solange es so bleibt, ist okay. C1 kann ich mit leben. Ich glaube, die liegen immer in der Tische, ne? Gucken wir da mal lieber nach. Lockpicks und so brauche ich jetzt nicht. Ja, würde man jetzt ein normaler Run machen, ganz normaler, ohne Killbox und Co., würde ich das natürlich alles mitnehmen, aber... Ja... Ich will es halt wieder so ein bisschen auf die Spitze treiben. Wie gewohnt. Das Baby haben wir jetzt nur am Anfang. Ganz kurz leise gehört, ne? Also normalerweise, wenn die sich nähern... Oh, das nehme ich mal mit. Batterie wichtig fürs Licht und so, ne? Nachtsichtgeräten alles. Wir machen uns ziemlich gut. Ich bin noch nicht groß angespannt oder so. Ich bin noch chillig unterwegs. Ich glaube, der spannende Part kommt noch. Da haben wir noch ein Depository. Ich würde es probieren. Scheiße. Ich mach hier mal auf, weil ich glaube, hier sind keine Vents. Na komm schon. Okay. Also, gestern im Stream, da hatten wir immer Action, wenn da jemand war. Kommt wahrscheinlich auch die Spieler an, also wie viele im Bunker sind und so. Aber dass hier mal keiner kommt, bis jetzt hatten wir auch immer einer gehabt. Okay. Oh, okay. Ich sehe noch. Ich weiß, wo er ist. Im letzten Raum, wo wir gelootet haben. Alles klar. Ja, da kann er ruhig drin bleiben, das ist okay. Alright, alright, alright. 600er, 800er, 800er. Den nehme ich jetzt mal mit. Schraubendreher genauso. Mal kurz ein bisschen umgucken. 600. Jetzt ist eh wieder Saft aus, ne? Jetzt müssen wir kurz gucken. Dass wir kleine Mobis hier die Lichter anbekommen und alles. So, das langt jetzt mal wieder an Sicherung. Das Inventar ist so schnell zugemüllt. Mit den Dingen, das ist Wahnsinn. So. Moin! Keine gelbe Karte. Und solange man schön ruhig bleibe, verziehen sich die auch wieder. Dass wir immer auf die Geräusche achten, sobald man was hört, stehen bleibe. Und anscheinend verschwindet die auch so, ne? Also wenn die rausgekrabbelt sind, hatten wir gestern auch im Stream, dass die dann automatisch auch wieder weggehen. Ich jumpe einfach wieder hoch in die Wand und dann, ja, hast du wieder Ruhe. Alright, also das hätte man durch. Jetzt müssten wir einmal zurück. Ich mache dasselbe nochmal und gehe in den nächsten Bereich. Das ist halt das Krasse, ne? Also du findest Sicherungen ohne Ende. Also du hast ja wirklich gutes Glück. Noch. Kann sich nochmal ändern. Vielleicht. Stopp, 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 stopp. Geduld, mir warte kurz. Lass die erstmal wieder wegziehen hier. Okay, ich denke, wir sind wieder soweit. Let's go. Noch 16 Minuten, okay. Komm, geh mal ein bisschen Stoff. So, und dann haben wir hier, ne, G haben wir durch. E, C. Jetzt würde ich sagen, ich mach... Ich mache jetzt mal E. E und B. Dann kann ich hier gleich so lang gehen und dann runter Richtung Meshfabrik. Das könnte man probieren. Okay. 800er, 16 Minuten. So lang hält er noch die Karte. Let's go. Und der Rucksack.
Rostock denke. So, hier ist die Cafeteria. Da waren wir schon drin. Das sind noch ein paar Zombies. Ist relativ unspektakulär. Das sind halt, ne, Nahrungsmittel, Trinke und so kannst du gut finden. Okay, da bringt nichts. Das bringt nichts. Let's go. Der muss weggeschnitzelt werden. Let's go. Ich versuche das Baby zu treffen. Ja, perfekt. So, sparst du Munition und du musst halt aufpassen. Die klitsche auch gern mal durch. Das haben wir sehr oft gehabt. So, die loote ich jetzt auch nicht. Ich guck mal kurz. Depository. Ich gebe dir Sachen mal eine Chance. Ah, so will ich das sehen. Perfekt. Oh, warte. Komm, ich mach das zuerst. Nur kurz gucken. Was haben wir dann? Antibiotika. Nehme ich mal mit. Bisschen Essen. Noch mehr Antibiotika. Könnte man natürlich auch alles gut verkaufen, ne? Okay. Das da drin skippe ich jetzt einfach mal. Hier genauso, das ist so der Unterhaltungsraum, ne? Du, ja, Billardtische, Kickers, das ist saugeil gemacht. Also du findest hier schon guter Stuff. Warte, das da hinten mach ich auch mal zu. Ich weiß nicht, wie ist es mit Zombies spawnen. Oh, ich habe gerade irgendwo das Geräusch gehört, als würde jemand auf dem Boden landen. Stopp. Jetzt machen die halt so Kackgeräusche, ne? Plus Keycard, komm, go. So, und jetzt sind wir C. Das haben wir gemacht gerade, ne? Das sind wir durch. Das ist die Arme, die haben wir gemacht. Da sind wieder Zombies respawned. Dann gehen wir jetzt in den nächsten Bereich. Und hoffe, dass wir endlich auch die Karte finden. Komm her, Kollege. Oh, oh, fuck, fuck, fuck. Ja, natürlich. Okay, alles klar. Okay, bringt alles nichts. Let's go. Wo kamen die her? Ich sag doch, die klitschen hier irgendwie durch die Wand. Das ist extrem frech. Bitte lass mich in Ruhe. Also das ist zu zweit dann auf jeden Fall besser, ne? Einer gibt da Deckung. Holy moly, okay. Rucksack reparieren. Dafür haben wir sie hier. Nehmen wir kurz die Zeit. Alles kurz hier durchreppen, reppen, reppen. Okay, der Rechte ist okay. Was haben wir hier? C1, C1. Okay, ich könnte Antibiotika vertragen. So, was haben wir dann hier Feines? Ein Fahrstuhl, der komplett deaktiviert ist. Beziehungsweise auch blockiert. Und an die Stelle kann ich mich noch gestern, von gestern erinnern. Ja, hier sieht man schon, ne, die Mechs sind so. Also dieser Raum ist schon speziell. Er ist schon sehr spitz. Oh Gott! Das meine ich, die springen halt so ultra einfach durch die Treppe und so, ne? Es ist halt schon widerlich. Da bringt alles nichts, ne? Du musst einfach dann drauf. Einfach drauf. Kurz stehen bleiben. Kurz stehen bleiben. Kurz beruhige. Moment. Hier bin ich mal kurz ein bisschen vorsichtiger. So, und jetzt ziehen wir immer kurz, ne? Die mache jetzt hier. Gut. Blutende C2. Ist okay. Das ist okay. So, und dafür habe ich hier die Spritze dabei, ne? Da haben wir eine Ladung. Ist halt C2. Ich könnte mir jetzt auch irgendwas hier zerschreddern und so. Ich benutze die Spritze, weil mittlerweile, wie gesagt, da leben wir ein bisschen Luxus durch die ganze Killbox-Runs, die wir bis jetzt gemacht haben. Wie gesagt, meistens im Stream, das, ja, lohnt sich halt schon dann, die Spritze auf jeden Fall mitzunehmen. Zack, und schon geht's da besser. Die Batterie auch ein bisschen im Auge behalle. Hier können wir nicht weiter, da ist dicht. Da unten liegt die Sau. Ja, ist alles Erholung, okay, perfekt. So, und hier unten wird speziell, ich glaube, da komme ich nicht drum rum. Ich würde im Notfall hier ordentlich Krach machen mit der M249. Rucksack lege ich hier hin. Oh shit, okay. So, und hier sieht man das alles anemo ohne Grün. So sieht's hier aus. Ist bei euch jetzt, glaube ich, in der Aufnahme ein bisschen dunkel. Ja, hier kann man auch, ne? Die ganze Mächten so kann man... Ach du Kacke. Ne, da muss ich. Komm, bringt nichts. Oh! Stopp. Langsam, leise, leise, leise. Psst. Lieber kurz warte. Es ist im Solo auf jeden Fall ein bisschen anstrengender. Aber noch schlammer uns gut. Noch ist alles easy, locker, flogger. So, einer um andere anlocke. Komm her. Sieht das geil aus, ey. Na
Komm her, komm her, komm her, komm her. Ah, oh, fuck. Okay, alles in Ordnung. Komm her, komm her. Ja, du siehst mich schon, komm her. Brav. Ich kann ja mal kurz gucken, ne? Vielleicht haben die Zombies ja auch eine Karte. Vielleicht gibt's die Möglichkeit. Oder die Wahrscheinlichkeit, eher gesagt. Nee, die haben nur Kacke dabei. Okay. Und hier finde ich halt Platine und holy moly, also richtig guter Stuff. Richtig, richtig guter Stuff. Also, wenn man hier ein normaler Run machen würde, das hier würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Das gäbe schon gut Kohle. Wenn du Dopa, Platine zusammen hast und so, ab zum Händler, ist schon geil. Ja, komm, das packe ich mal gerade mal in den Rucksack. Ich wäre sowieso dann Killbox, je nachdem, was in der Killbox zu finden ist an Items, werde ich dann gucken, dass ich ein paar Items austausche. Muss ich wahrscheinlich so machen. Okay, hier geht's nochmal weiter. Das können wir gleich machen. Wie gesagt, ich gucke mich erstmal in deinem Raum ein bisschen um. Simple Logger Flogo. So, und die ganze Sicherung, ganz ehrlich. Ich droppe die jetzt einfach mal hierher. Die Geschichte wäre erledigt. Du kommst mit. Du kommst. Oh, bin ich aber erschrocken, Mann. Kommt der doch angerannt, du Nudel. Meine Güte. Dann noch diese creepy Musik im Hintergrund und so leise als diese Ambiente. Als der eine oder andere Ködel kann man in dem Bunker schon lassen. Finde ich nice. So, ganz kurzer Check. Moment. Ja, die ist fast leer. Komm. Habe ich nicht irgendwo noch? Guck mal, hier habe ich noch 30. Dafür haben wir es gekauft. Dafür nutzen wir es auch. Let's go. Okay. Kümmern wir uns mal kurz um die hier. Hey, Bulli, komm her. Einer nach dem anderen, bitte. Ganz kurzer Check. Weil ab hier kommt der ekelhafte Part. Hier geht's ordentlich ab. Okay, du hast immer den Block H. Die können wir natürlich jetzt auch öffnen mit der Brechstange und so. Aber wenn ich hier reingucke, ne, da finde ich halt Antibiotika, Medizin. Das sind halt so die kranke Stationen. Jetzt, wo ich das hier sehe, können wir doch mal kurz doch ein bisschen reinschnüffeln, ganz kurz. Können wir machen. Oh, shit, 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 shit. Ja, der ist hinter uns, ne? Okay. Da geht's, glaube ich, runter zum Brenner, I think. Da ist eine Toilette und... Hallöchen! Mehr. Ja, Toilette, okay. Das juckt mich nicht. Okay. Was meine ich? Guck den an. Plup. Zack, da ist er. Das ist... Ach, das ist nur frech. Au, 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 au. Oh, du Sack. Use Keycard, Abfahrt. So, ganz kurz meinen Rucksack noch hole. Let's go. Und diesmal Tür zu. Generell das ganze Design, ne, die Ambiente, ich lieb's. Es ist echt genial gemacht. Also wirklich nice. So. Wir sind jetzt da ohne. Das hier ist, keine Ahnung, was ist das hier? Das sind die Treppe. Da, 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 da. Das ist die Killbox, ne? Oh, doch, das ist der Key. Ah! Das ist die Killbox, stimmt. Okay, dann wird das hier eigentlich schon mal das erste Ziel, ne? Wo wir dann gleich durchziehen. Gut. Karte geht noch 50 Sekunden. Warte, ganz schnell. Weil ich mir jetzt nicht sicher bin, ob die vielleicht auch mit der Karte direkt. Vielleicht kann man die mit der Karte. Ja, machen wir direkt. Okay. Keine Ahnung, ob die wieder zugeht. Wenn nicht, müssen wir es halt manuell nochmal machen. Rucksack lasse ich hier kurz liegen. Wie gesagt, da gehen wir aber nur mal kurz gucken. Einfach mal gucken. Ja,
Hier halt überall, ne? Schmerzmittel, hier noch ein paar Vitamin. Ah ne, Aktivkohle, okay. Aktivkohle. Vitamins. Was haben wir hier? Nochmal Aktivkohle. Ja, so Stuff findet man halt hier relativ easy. Also wenn man so weit kommt, ist schon geil. Nochmal merkt ihr jetzt, ne? Ich bin ungefähr jetzt eineinhalb Stunden. Ja doch, eineinhalb Stunden bin ich jetzt am Aufnehmen. Eineinhalb Stunden sind wir jetzt schon in dem Bunker. Oder sagen wir eine Stunde. Ich habe ja noch am Anfang ein bisschen gebabbelt. So, Obacht. Ich benutze jetzt mal kurz ein bisschen die Pistole. Hier sind auch keine Vents, ne? Ich glaube, der kann hier nicht durch. Und da hört man ihn wieder. Ja, hier in einem Ecke, ne? Man hört, ne? Das ist der Mr. Burn. Oh! Oh, die gelbe Karte. Geil. Okay, die finden wir auch hier. Sehr nice. Gut, dass wir doch kurz reingeguckt haben. Nice. So, Hallöchen. Okay. Ach, Komodo. BCU Memory Modul. Da fehlt noch was. Das Modul an sich haben wir nicht. Das finde ich vielleicht auch hier irgendwo. Aber das juckt mich jetzt auch recht wenig. Vielleicht kommt da nochmal ein Video, wo man es dann irgendwie aus Versehen mal finde oder so. Vielleicht guck mal kurz die zwei Schränke. Wenn es drin ist, kann ich kurz gucken. Ich glaube, die finden wir aber eher bei anderen Zombies, ne? Wahrscheinlich. Habe ich mich jetzt noch nicht so drum gekümmert, also. Ja. Okay. So, da hinten ist die Killbox. Das gefällt mir gar nicht, dass die hier andauernd irgendwo durchglitsche. Das ist Wahnsinn. Genau, Toilette, Toilette. Was haben wir hier vorne? Da geht's. Ist hier irgendwo ein Buchstabe? Da ist Exit-Gedöns, okay. Oh oh. Stehen bleibe. Ah, ich glaube, hier geht's runter zum Dude, ne? Ja, da unten ist der Mr. Burns. Glaube ich mal. Oh. Ja, genau, wer zerquetscht? Möge deine Seele zerbitschen. Ja, vielleicht hat er ein Modul. Keine Ahnung, wer das droppt oder so, ne? Weiß ich alles nicht. Keine Ahnung. Ja, dreckiges Bargeld, nee. Jetzt gucken, wie geht's uns? C1, alles gut. Alright. Dann würde ich sagen, das hier zum Schluss. Killbox, wir haben eine Armory, wir haben ein paar Vorratsräume geplündert. Wir haben auf jeden Fall richtig gut hier überall ringeschnibbelt. Dann bereite ich mich jetzt mal vor für die Killbox. Und dann hasta la vista, let's go. Jetzt kommt mein Hauptgericht. Also Killbox ist halt einfach so mein Hauptgericht, ja. So, dann brauche ich hier die Gasmaske. Die ziehen wir gleich an. Antibiotika, Antibiotika. Ach, weiß ich was, komm, ich drop das hier mal. Ich nehme mal so Päckchen mit, aber eigentlich ist das auch wieder Bullshit, ne? Dann hier knacki, knacki, knacki. Alright, das hätte man gemacht. Das hätte man gemacht. Schlüsselkarte. Mache ich jetzt einfach mal da unten hin. So, dann nehmen wir hier noch einen Schraubi mit. Ein Schraubi. Okay. Respawn? Ne, ist alles gut. Das sieht gut aus. Alles klar. Nachtsichtgerät kann aus. Ganz kurz nochmal checke, warte. Die Pistole hier richtig auswähle. Alles nachlade. Aber wenn wir drin sind, sind wir drin. Ab dann, gib ihm. Na ja, komm, für den Notfall. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich ein bisschen Respekt vor diesem Bunker allgemein. Finden aber auch extrem spannend. Und jetzt bin ich gespannt, was meine Killbox so sehen. Ist die vielleicht auch verändert? Also vom Aussehen her haben wir ja schon gecheckt, ne, im Stream. Da ist jetzt nichts großartig anders da. Aber wer weiß, was dort spawnt. Oder was von der Decke fällt, ne? Okay, ich denke, ich bin ready. Spritze ist auch ready. Handschuh habe ich an. Gasmaske dabei. Knacki, knacki habe ich drin. Gut. Ready. Let's. Fetz. Und. Go. How dare you enter my lair, scumbags? Oh, just kidding. No reason to be afraid. No more than usual, that is. This is Killbots, ladies and gentlemen. Let's see who lives and who gets horribly mutilated. Rules are simple. Nein. You have 15 minutes to acquire as much goodies Och, as you nö. Can. One wrong ja, step, though, klar. And you better start running. It's a Durch Killbot, das, dass ich jetzt nachgeladen habe, habe ich den Rucksack liegen lassen.
Na, vielleicht finde ich einer hier drin. Komm, kack drauf. Ist egal. Mir geht's nur um die Erfahrung. Ist halt jetzt schade. Naja. Oh. Komm schon. Nice. So, was haben wir Feines? Eine Auswahl komplett gefüllt mit jedem Stuff. Ah, verdammt. Gib mir Rucksack, aber ganz flott, bitte. Oh, was für ein Glück habe ich denn? Was? Wanderrucksack. Geil. Da kommt Freude auf, da kommt Freude auf. Da, 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 da. Na, 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 na. Gut, genug gefreut. Weiter geht's. Sehr, sehr gut. Tick-tack, tick-tack. Okay, die loot ich nicht. Tick-tack. They say was ist? Warte, warte, warte. The more the merrier. Hello there. So let's make it a party. Hä? Aber hier sind doch keine Vents, oder? Wait, wait. Das hört sich an, als würde die auch hier. Der krabbelt doch hier rum. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Ich hoffe es mal nicht, ne? Ich mach mal weiter. Okay, komm. Mann, okay, let's go. Weiter geht's, komm. Okay, was haben wir hier? Golden? Golden, das skippe ich wieder. Ah, perfekt. Nice, das ist gut. Oh, hell yeah, brother. AWP, okay. Die kommt mit. Ah, jetzt habe ich wieder deine Bug, ne? Ich kann die Sache nicht drehen. Müsste ich eigentlich relocken? Ah, verdammte Kacke. Okay. Warte, da muss ich anders davor gehen. Moment. So, let's make it a party. Die zwei, das glaube ich nicht. Warte mal. Okay, ich ignoriere jetzt mal die Krabbelgeräusche. Go, go, go. Ah, stopp, stopp, stopp. Nudel. Warte. Ich war doch hier am Sachen machen. Sachen macken. Ja, das ist schlecht. Warte mal. Ich kann sie nicht drehen, verdammt. Vielleicht so? Nee. Wir haben noch genug Zeit. Wir sind echt extrem schnell. Das ist sehr gut. So, da, 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 da. Okay, machen wir es so. So. So, so und so. Okay, weiter geht's. Ah, fuck, okay. Komm vor, passiert, alles gut. Ich hab dann immer das Feeling, die spawne direkt, aber es ist so zeitbedingt. Gut, so. Ich hab Schiss, dass die irgendwie du spawnen, ne? Dass die du rausfallen, diese andere. Ah, guck mal hier, guck mal hier. Standard, we care for deeply in
Wo ist er? Here, wo ist er? Have a bit of entertainment. Aber es fehlt einer. Da. Okay, weiter. So. Ach, golden. Ich probier's dreimal, aber die skippe ich mittlerweile. Da ist nur Bullshit drin. Bis jetzt habe ich nur die Erfahrung gemacht. Gut, alles klar. Nee, machen wir nicht. Das lohnt sich nicht. Hatte ich am letzten Video auch schon, glaube ich, gesagt, ne? Goldene Schlösser skippe ich mittlerweile, weil da immer nur Kacke drin ist. Vergammelte Käsescheibe, Metallschrott und na. Na nö. Geh mal weiter. Okay, Doppelschloss. Nachladen. Nein, nein, er kommt, er kommt. Ja, wir haben noch genug Zeit. Alles gut. Weiter geht's. Nummer 1 ist auf. Oh, es wäre zu schön. Oh, immer das Knappe. Komm schon. Na, endlich. Perfekt. Ein da. Okay, das ist halt geil, ne? Jetzt müsste ich irgendwie... Warte, ich muss Platz machen. Die Zeit nehme ich mir jetzt. Killbox hin oder her. Wir haben schon genug Türe offen gemacht, also geöffnet. Da bin ich schon ultra gut unterwegs jetzt. Das ist richtig gut. So, rein mit dir. Und das war's, ne? Die beste, ganz ehrlich. Ich tausche die mal. So, ein Nachtsichtgerät. Kriege ich das irgendwo noch runter? Ja, wenn nicht, komm, dann lasse ich mal hier. Warte mal. Ich lasse die zwei Sicherungen. Ja, ich weiß. Ja, ja, alles gut. Ist ja okay. Here, have a bit of entertainment. Let's go. Brauchen wir gleich eh wieder. Go. Moin. Das war's. Nö, der Rest kann liegen bleiben. Ganz ehrlich. Geh mal weiter. Letzte Tür. Whatever you did, it ain't good. Go cry somewhere else. Ah, stopp, hier. Guck mal, da ist noch einer. Gleich vollmacher.
Gut, und Abfahrt. I want to inform everyone that we are upgrading killbot systems with improved acoustics and flood drainage. They say the more the merrier. So let's make it a party. Okay, gut. Noch 1 Minute 40. Komm, let's go. Nein, okay, bringt nichts raus. And that would be all. The only thing left here is a swift and painless eine death Tür. Provided by our lasers. I highly recommend it. Ach, geil. 2-1. Alright. So, Leute, guckt ihr das an. Trotzdem gut die Ausbeute gemacht. Auf jeden Fall. Also, ich bin da wirklich gerade. Oh, ich bin doch stolz auf mich. Sehr, sehr gut. Die Karte, die gelbe, hält auch noch 30 Minuten. Alright, das war die Killbox im neue verlassene Bunker. Dann geht's jetzt um den Brenner, ne? Der Mr. Burns. Alright, wie gut, dass ich doch gerade noch Munition hier, ne? Guck mal hier. Das ist perfekt. Ist das die 5... Ah, ne, 556, ja, warte mal. Oh, 556, nice. Geil. Dann packe ich mal die gleich wieder hier rein. Obwohl, warte. Ich glaube, das war ein bisschen voller, oder? Ja, die packe ich hier rein. Sehr, sehr gut. So, und der Brenner könnte mein Tod bedeuten, ne? Ich bin gespannt. Mr. Burns. Weil eigentlich könnte man jetzt auch einfach rausgehen, ne? Einfach raus und ja, easy life und fertig. Aber ich habe gesagt, ich möchte das alles erleben. Dann machen wir das auch. Vor allem, weil ich das mit der Spritze hier ausprobieren, deswegen... So, wir haben auch immer noch einen Notfall. M16-Magazin, die passiert auch rein. Deswegen, das ist auch gut. So, wir haben die Granate ausgewählt, die Pistole. Jetzt gucke ich nochmal kurz, ne? Alles nochmal ganz kurz frisch mache. Sicher ist sicher. Dann checken wir mal die Lage, was der aushält. Ich sag mal so. Also ich mache so, wenn ich merke, Munition ist leer, alles ist leer und es gibt keine andere Wahl mehr, ich kann nichts mehr machen, ich werde jetzt definitiv sterbe, dann porte ich mich ans Auto. Weil der nur Run, lasse ich dann so stehen und fertig. Wirklich nur im absoluten Notfall. Weil das wäre schade, wenn das jetzt alles wegkommt. Das wäre schon schade. Weil eigentlich müssten wir es, wie gesagt, nimm ich mache. Das ist jetzt eigentlich nur Noroclean. Ist ja, ein Bonus. Ohne Test. Einfach ein Bonus-Test. So, okay, die halten noch eine Stunde. Nee, was? Ah, nice, okay. Doch, noch eine Stunde. So, dann richten wir die jetzt aus. Ich repariere den Sack nochmal. Kleidung reparieren, wäre nicht verkehrt. Helm und Co. Warte mal. Werkzeugkasten habe ich verbraucht oder habe ich liegen gelassen. Kann gut sein. Okay, dann aktiviere ich das mal, dass ich mich im Notfall teleportieren kann. So, ne, dann kann ich hier sehen, okay, einfach hier rausporten und fertig. Vielleicht müssen wir es auch gar nicht. Vielleicht kriegen wir eine kalt. Mal gucken. Alright, let's go. So, jetzt wieder dran denke. Killbox war jetzt wieder ein bisschen Action. Jetzt wieder schön langsam und leise. Oh, dude. Also ich glaube, wir sind so tot. Wir sind so tot. Also ich. Wir bringen den Rucksack an der Anfang. Dann ist der schon mal safe. Den können wir dann easy wieder rausholen. Das ist kein Thema. Und den Strom dann hier aktivieren für... Ah, da. Aha, was ist das dann drin? Müssen wir gleich nochmal kurz gucken. Tschüss. Okay, da kommen wir. Kommt er? Ich will, wenn ich ins einmal das maximale Feeling vom Bunker haben. Das haben wir schon. Das ist schon ganz gut so.
Ey, jetzt ist aber. Meine Güte. Wenn er mich hat, dann hat er mich ordentlich. So, Rucksack. Den lege ich hier neben an der Ecke. Zack. Gut, auf jeden Fall ist der Loot safe. Der steht vorne an dem, am Eingang, ne? Du kennst mal dann etwa, okay, dann warte ich halt nur Nacht oder so, Tag. Und dann würde ich nochmal dort reingehen, hol den Rucksack mit und hasta la vista. Oder wir machen jetzt Blatt und easy going. Wäre mir lieb. So, und die Maske könnte ich, glaube ich, dann auch rausziehen, ja. Die brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Die habe ich eigentlich nur gebraucht für die, ja, für die Killbox, ne? Ich leg das mal hier hin, du kommst schon wieder mit. So, Batterien, passt alles noch, Lockpicks und so, ja, es ist alles überflüssig. Okay. Weil von dem, was ich jetzt von anderen gehört habe, oder auch aus dem, ne, von Zuschauer, aus dem Stream, im Chat, das war halt auch so ein bisschen, manche kriegen den nicht down. Und man kann da anscheinend wirklich nur ausnocken, nicht wirklich killen. So, okay. Ja, passt alles. Gut, let's fetz. So, let's go. Anscheinend, wenn ich so rumlaufe, ne? Ist das okay? Es kommt halt immer auf die Settings an, um den Server. Aber mir eine sehr, sehr lange Ruhe vor deinen Viecher, ne? Vor deinen Razor. Interessant. Als wir im Stream einmal drin waren, wir haben halt Dauerducke und Schleiche und ja. Fürs Feeling und Cinematic-mäßig ist es halt schon geil, aber interessant zu wissen, dass es auch so geht. So, warte. Da ist der Vent, die Öffnung. So, ich bin jetzt mittlerweile 2 Stunden im Bunker. Und das meine ich, ne? Das lässt sich spielen wie ein Survival-Horror-Spiel. Also wie so, als hätte eine eigene Story und dies, das und jenes. Ich bin so gespannt, was noch alles kommt. Das ist schon geil. Jetzt kommt der Final Countdown. Oh weh. Stehen bleibe. Psst, leise. Wo ist die Öffnung? Okay, die jucken mich jetzt gerade absolut nicht. Guck mal, die ganze Sicherung. Obwohl, weißt du was? Komm, wir haben jetzt ein bisschen Platz, ne? Ich komme ein paar Stück nämlich mit. So 800er. Und gucken wir später mal beim Händler, was das alles so wert ist, ne? So, let's go. Gibt es auf jeden Fall noch ein paar geile Locations, die kann man noch abchecken. Aber wie gesagt, manches habe ich jetzt einfach nur so grob, ne? So ein bisschen überflogen und gut ist. So, alles klar. Mir. Das wäre dieser Raum hier, ne? Also C. Ja, C, B. C, B auf der anderen Seite. Was ist das? Achso, das sind die ganzen Medical Station, Hospital Stuff. Okay, dann würde ich... Ja, ich mache das jetzt hier, ne? Killbox haben wir ja durch. A, B, C. A, B, C. A, B, C. 3, dann machen wir mal 600er. Oh, volle Blase. Ups, warte mal. Ganz kurz, Pipi mache. Achtung. Ohne Ei, müsste ich alle hier. Guck mal, haben wir heute alles erlebt. Alright. Schnubbidi-bubbidi. Let's go.
Weiter geht's. Ah, guck mal, die nächste Armory. Nice. Nice. Nur mal gucken. Wäre schon geil, noch ein bisschen Munition zu finden, ne, für die M16. Die 556er, oder was das war? 5, wollen wir das schon kurz gucken, das ist nur Bullshit-Laber. Doch, 556er, ja. Das wäre schon geil jetzt. Noch eine RPK. Willst du mich veräppeln? What the hell? 3 RPKs, Alter. Ja, hier ist kein Event, ne? Hier bin ich safe, ja. Alles gut. Ihr könnt halt draußen spawnen, ne? Ist er wahrscheinlich auch gerade. So wie sich das angehört hat. Das nehme ich mal mit. Ja, gut. Ich muss mich mit dem zufrieden geben, was ich jetzt hier gesammelt habe, ne? Das langt erstmal. Okay. Ist halt schade, ne? Der kostbare Loot. Aber so Aktionen dann eher, wenn ich mit Norgi, Pauge, Schmidti und so unterwegs bin, ne? Wenn wir da im Team unterwegs sind, auf jeden Fall. Einmal reparieren. So, und ich weiß jetzt nicht, wie das ist, aber ich lege einfach mal die Spritze auf den Schnellzugriff. Besser ist es, ne? Ja, komm. Das ist hier das Hauptziel. Das will ich wissen, wie es funktioniert, ne? Wie es geht. Einfach, dass wir es mal gemacht haben. Gut, weiter geht's. Notfallorte. Okay, ist das überhaupt schon der Bereich? Ja, ne? Ich glaube. Warte, stopp, 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 stopp. Oh, ich hab gedacht, das wäre schon hier. Oh, das ist hier. Okay, alles klar. Granate. So, wo ist der Dude? Was hat der mit der Granate gemacht? Die war für immer weg? Nein! Den Splint zu ziehen. Habe ich vergessen. Alter, guck dir das an, wie viele Zombies. Wo kommen die her? Leute! Ey! Oh Mann. Okay, let's go. Go. Oh, dude, ich bin so tot, ich bin so tot. Macht der Charge? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Oh Gott.
Holy shit! C2. Spritze. Ach du Kacke. Wie gesagt, es ist nur ein Versuch. Im Solo ist es, glaube ich, sehr, sehr anstrengend. Okay, still. Psst, ruhig. Ich habe keine Munition mehr für die M249, also eigentlich könnte ich einfach raus, ganz ehrlich. Ja, ich hätte, also definitiv das nächste Mal mehr Munition. Also Solo-Run mache ich demnächst bestimmt nochmal. Bestimmt. Nur diesmal etwas mehr Munition. Ich habe gedacht, das reicht. Das kann ich vergessen. Das klappt so nicht. Auf keinen Fall. Und natürlich ist jetzt so draußen die Hölle los, ne? Ich kann nur ein bisschen draufballern mit der Pistole, aber keiner irgendwie sitzt es, ne? Vielleicht rennt er noch da rum oder so, I don't know. Oder er geht mit der Zeit aber weg. Ich würde das so gern probieren mit dem Blut, ne? Mit dem Abzapfer. So, wo ist er? Wo ist er? Komm her. Nachlade. Tür zu. Und stopp. Leise. Oh, Alter. Das ist meine letzte Munition, ne? Gut. Also der Rest an Vorbereitung, so wie ich es gemacht habe. Lockpicks, ja, hatte ich jetzt irgendwie ein bisschen Glück gehabt mit der Killbox. Aber Munition. Auf jeden Fall. Mehr. Sehr viel mehr. Mich würde das interessieren. Wo ist der jetzt? Oh Gott. Oh, bin ich erschrocken. Okay, Moment. Ich habe gerade gesehen, ich brauche nur mal kurz eine Batterie in meiner Linksgedönse hier. Wo ist sie denn? Was ist denn nicht? Habe ich die auch schon alle verbraucht? Ja, natürlich. Okay, nee, da geht gerade alles zugrunde, ne? Ja, machen wir es so. Weil down kriege ich den nämlich. Mit den ein paar Schuss kann ich vergessen. Kriege ich nicht. Mich würde es nur interessieren, ist der wieder zurück zu seinem Spawnpunkt gegangen oder dackelt der jetzt irgendwo in der Halle rum? So, warte mal. Genau, nachlade. Irgendwie habe ich auch mein Magazin verloren. Jetzt ist halt doof, ne? Ich habe nur noch hier. Nee, komm, ich mach dann lieber die Night Vision an. Dann hole ich hier die Dings raus, die Batterie. Ist mir ein bisschen wichtiger, dass man was sieht. Okay, da stehen die anderen. Ich glaube, das kann ich vergessen. Das packe ich nicht mit der Ladung an Munition. Das packe ich nicht. Ich gucke, dass ich mit ein bisschen Loot rauskomme. Wir haben eine geile Erfahrung hier jetzt wieder gehabt. Diesmal im Solo, wie gesagt, da ist es ein bisschen schwerer auf jeden Fall. Seien wir vernünftig und gehen raus. Machen wir es so, ich gucke jetzt nämlich nach. Irgendwas in mir sagt, geh gucke, vielleicht packst du es. Aber die Realität, ne, wenn man das hier als so ein bisschen betrachtet, also munitionsmäßig, vergiss es. Also muss ich jetzt einfach mal darauf hören, auch mit der Munition hier, ich glaube, das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Okay. Okay, raus hier.
Raus, 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 raus. Klaus, Klaus, Klaus. Schade. Also 300 Schuss, knappe 300 Schuss hatte ich dabei gehabt, ne? Und das hat nicht gelangt. Mein lieber Scholli. Aber gut, wie gesagt, das war der erste Versuch. Demnächst noch mal ein Solo-Run. Oder vielleicht auch im Stream. Vielleicht mache ich es auch im Stream. Nächste, mal gucken. Okay, hätte ich auf jeden Fall drauf. So, stopp, langsam. Psst, ruhig, 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 ruhig. Was auch noch cool wäre, wenn die irgendwie, ne, diese Razor, wenn die mit ihrer Klinge irgendwie die Türe öffnen könnte. Let's go. Hauptsache, ich komme hier noch irgendwie heil raus. Komm schon! Stirb! Jetzt Ruhe, 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 Psst. Nein, da sitzt noch einer, da sitzt noch einer. Jetzt nicht schnell sind. Aus. Oh, stopp, stopp, stopp. Okay, Spritze rein. Okay, noch eine Spritze. Noch ein Schuss habe ich drin. So, Munition. Da hätte man noch eine Kugel. Ich muss jetzt alles nutzen, was ich habe. Ich meine, wenn ich das Baby treffe auf seinem Rücken, ne, dann Instant Kill. Ich werde es probieren. Ansonsten Schwert raus. Oh, das gibt eine lange Folge. Alright. Perfekt. Okay. So, pssst. Es ist nicht mehr weit, nicht mehr weit. Freiheit! Rucksack liegt noch hier. Perfekt. Ah, verdammt. Okay. Ah, das ist hier interessant. Ich hab schon gedacht. Okay. Alles klar. Komm, bringt alles nichts. Ich guck mir's jetzt mal an. Dann hängen wir mal. Alright. Ah, okay. So lässt sich das dann... Okay. Okay, und dann brauchen wir hier Nummer 30, ne? Okay, so ist die Geschichte. Okay, und was passiert hier? Oh Gott. Okay. Ja, das war wohl nichts, ne? Ich warte mal kurz. Wir haben keine Munition, mehr nichts mehr im Notfall. Wie gesagt, port ich mich raus und fertig. Ist der erste Versuch. Und vor allem können wir da mal gucken, vielleicht ist das dann wieder anders? Sind das dann wieder andere Zahlen oder bleibt es bei der 130-30? Ich komme gerade frisch aus der Killbox, ne? Also. Aber man muss sagen, das ist wirklich schon geil. Komm, dreh dich, dreh dich. Ich brauch's, Baby.
Scheiße, Mann. Drauf, drauf, drauf. Er war drauf. Ohne Gnade. Drauf. So, Geduld. Ausdauer. Ja, perfekt, er ist tot. Weißt du was? Ich lohne dich zum Abschluss. Also das Hacke ist auch nicht gerade so leicht. Das ist schon eine Nummer. Auf jeden Fall. Also da muss man mal ein bisschen, das würde ich ein bisschen, ja, ne? Da brauchst du ein bisschen Übung. Halt einfach Mathe, ne? Immer ein bisschen Mathe. Alright. Rucksack rein. Das war Bunga A3. Hat ultra Spaß gemacht. Ist nicht leicht. Man hat gemerkt, ne? Also auf jeden Fall munitionsmäßig, da musst du gut was dabei haben. Vor allem für deine Brenner, für den Mr. Burns. So, da sind wir doch gleich beim Händler. Dann checken wir mal die Ware ab. Wie viel haben wir rausbekommen? Jetzt weiß ich ja, ne, so viel Knackzeug brauche ich nicht unbedingt. Ich glaube, das kriege ich mittlerweile ganz gut hin. Munition, extrem viel, wenn man aufs, also in so Bunker gehe, sollte auf jeden Fall. Ordentlich Feuerpower. So, dein Rucksack, der kommt komplett weg. Und das hier hatte ich alles schon aufgeräumt, ne? Das ist alles clean, genau das behalte ich alles. So, und der Rest habe ich im Inventar. Let's go. So, alles klar. Das war erstmal die Geschichte. Jetzt noch zum Goodie. Welcome, welcome. Welcome, welcome. So, guck mal, die ganze Sicherung hier. Zack, zack, zack. Ja, 60, 66. Ist okay. Nicht weltbewegend, aber okay. Karte kann ich leider nicht verkaufen. Ah, ich sehe gerade, da unten haben wir noch was für C4. Warte mal. Beim nächsten Mal, das kann man so lassen. So, und dann haben wir hier rausgeholt im Solo-Run. Ja, knappe 15.000, ne, oder? Warte mal, ist irgendwo noch was? Ne, 15.000. Ist okay. Wie gesagt, ich konnte nicht so viel mitnehmen. Beim nächsten Mal habe ich weniger Knackzeug dabei. Vielleicht war es auch heute wirklich wieder viel Glück, dass es so schnell ging. Keine Ahnung. Wird sich rausstellen, mal gucken. Weil dann könnte ich mir doch noch ein bisschen Platz sparen. 14.935. Rein damit. Yes. Abfahrt. Geil. Zack. Und schon haben wir wieder knappe 20.000, ne? Also 18.000, ja. Sehr geil. So, Fazit von der ganzen Geschichte. 100% Solo verlassene Bunga Run. Mit Killbox, alles drum und dran. Also die Armory haben wir soweit gemacht, ne? Ich, wie gesagt, ich konnte halt nicht mehr so viel mitnehmen. Ja, also kann man schon sagen, ich liebe die Bunga. Also die Bunga sind absolut mein Favorit. Die alte sind auch geil für die Killbox und so, ne? Für entspannter Bunga-Run sind die alte Bunga auf jeden Fall nice. Die neue? Ich glaube, das brauche Zeit, bis ich da wirklich richtig gut drin bin. Was ist gut, ne? Ich fehlerbasiere immer nur, ne, hin und her. Die brauche auf jeden Fall Zeit. Allein schon wegen der Geräusche und alles. Das ist schon eine andere Nummer. Aber vom Feeling her, vom Horror-Feeling und dem Creepy-Feeling, das, ich sag mal in Anführungszeichen, gruselige und halt mit den neuen NPCs, das ist immer ein Game-Changer. Beim nächsten Mal mehr Munition und ein bisschen anders da, ja, organisiere. Ein bisschen auf jeden Fall. Ansonsten lief das ganz gut, bis auf das mit dem Hacke und so. Da ist dann der Alarm losgegangen, ne, beim letzten Mal und dann habe ich dann gedacht, komm, fuck it. Ich spawn mich dann raus. Also, hab mich teleportiert. Ja, ist aber nicht so wild. Weil ich hatte eh keine Munition mehr, also ich hätte es wahrscheinlich nämlich geschafft, keine Ahnung. Und mein Schwert, jo. Ich habe mal gedacht, komm, geh mal raus. Für den ersten Run war das okay, kann man so abhaken. Beim nächsten Mal werde ich mich wahrscheinlich dann nicht teleportieren. Wie gesagt, bis erste Mal, top. Alles klar. Ja, Leute, dann sage ich mal danke fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Video. Mal gucken, wo es dann hingeht, welcher Bunker, welche Zone. Vielleicht sind wir dann auch zu dritt oder so, oder zu viert, je nachdem. Oder ich mach's wieder solo. Mal gucken. Ich stehe auf jeden Fall auf Solo-Runs. Multiplayer ist auch geil, macht mal auch Fun. Auch im Stream und so, es macht ultra Bock. Aber Solo hat nochmal einen anderen Kick, finde ich. Deswegen war mir das jetzt immer mal wichtig, das immer mal zu testen, immer mal zu gucken, zu machen. Und ja, ich hatte mal Spaß, ich hoffe ihr auch. Und wir sehen uns dann, ne? Hauen rein, bis denn dann und Tschüssikowski.